Willkommen zum Ärztemagazin hier auf TV Oberwallis. Schön, habt ihr eingeschaltet. Im Rahmen von einer Atelierwoche haben die Fisper Primarschüler zusammen mit Oberwalliser Kunstschaffenden das Thema Kinderrechte erarbeitet. Der Walter Bellwald hat für das Ärztemagazin hinter die Kulissen geschaut. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit haben die beiden Schulsozialarbeiterinnen Miriam Buman-Ricci und die Dolores Rovina an der Fisper Primarschule ein Projekt zum Thema Kinderrechte initiiert. Dabei haben die Kinder von der 3. bis zur 6. Klasse zusammen mit Oberwalliser Kunstschaffenden eine Woche lang in verschiedenen Ateliers ein Kinderrecht erarbeitet und probiert, das künstlerisch darzustellen. Also wir sind vorgängig zum Beispiel an eine Klasse vorbeigegangen und haben den Kindern mal so einen Input gegeben, theoretisch über die Kinderrechte, damit sie wissen, um was das eigentlich geht in dieser Woche. Die Künstlerinnen und Künstler haben nicht nur mit Kindern geschafft, sondern ihnen in erster Linie ihre Rechte näher gebracht. Ja, ich denke, es ist einfach nicht so im Bewusstsein der Kinder. Ich habe den Eindruck, viele Kinder haben immer noch das Gefühl, sie dürfen nichts sagen. Oder wenn ein Erwachsener etwas sagt, dann ist das Gesetz. Und ich finde, das muss man bei den Kindern ein bisschen, das muss man ein bisschen vermitteln, dass sie da auch mal dürfen sagen Nein und dürfen sagen Stopp und hier habe ich Rechte. Bis dort darf ich euch gehen. Niemand darf mich belästigen. Niemand darf mich mobben. Denn wir haben Rechte! Und musikalisch haben sich die Kinder mit ihren Rechten auseinandergesetzt. Aber nicht nur musikalisch und theatralisch haben sich die Kinder mit ihren Rechten auseinandergesetzt. Auch malerisch haben sie ihre Sorgen, Rechte und Pflichten auf Papier bzw. auf Leinwand gebracht. Das finde ich auch wichtig, dass man euch erfahrt, aber dass es Rechte hat, nicht dass Kinder, die Angst haben, euch erfahren, wie sie was für Rechte haben und wie sie sich verhalten können. Kinderrechte sind nicht nur ein Thema in Drittweltländern. Auch im Oberwallis ist es wichtig, dass man die Kinderrechte einhalten. Genau, hier im Land gibt es einfach Fälle, wo Kinderrechte nicht respektiert werden. Das passiert zum Beispiel, wenn es Gewalt gibt unter der Gleichaltrigen oder auch Gewalt daheim, sexueller Missbrauch. Wir als Schulsozialarbeiterinnen erleben oft Mobbing-Situationen zum Beispiel auch. Oder Kinder einander diskriminieren und ausgrenzen. Willst du irgendwie anders aussehen, willst du anders reden? Ja, das sind alles so Beispiele, wo einfach Kinderrechte auch hier verletzt werden. Aber nicht nur die Kinder. Auch die Lehrpersonen in der Fisper Primarschule haben die Atelierwoche sehr positiv angeschaut. Also ich denke, es ist ganz wichtig, vor allem auch zu bewusst werden, dass sie Rechte haben. Und dass sie die Rechte heißt aber auch, dass man Pflichten hat, weil Rechte sind immer mit Pflichten verbunden. Das finde ich ganz gut. Die Primarschülerinnen und Primarschüler sind mit Fleiss und Eifer bei der Sache und haben gesungen, getanzt, gezeichnet und gebastelt. Wir haben so ein Blatt bekommen mit ganz verschiedenen Köpfen. Und da habe ich auch noch aber Köpfe abgezeichnet und dann noch solche Bullen. Und das hat Zellozeigo ausgeschlossen. Einfach hier so eine ganze Gruppe mit weißen Bullen und, da, und auf der anderen Seite dann nur eins, was schwarz ist. Das hat aber ausgeschlossen. Und ja. Also wir zeichnen sehr oft und basteln. Und reden halt über die Kinderrechte.
Was hast du jetzt gelernt, was du bis jetzt nicht hast gewusst über die Kinderrechte? Damit die Kinder nicht ins Gefängnis dürfen. Und mit den Kindern auch Rechte haben, nicht nur die Erwachsenen. Einer von Oberwalliser Kunstschaffenden, der in der Atelierwoche mitgemacht hat, war der Maler Marcel Hischier. Zusammen mit den Kindern hat er verschiedene Zeichnungen gemacht und in künstlerischer Art und Weise die Kinderrechte auf Papier interpretiert. Wie hat er die Atelierwoche zum Thema Kinderrecht in der Fischber Primarschule erlebt? Es war sehr spannend. Die Kinder haben gut mitgemacht und ich glaube, ich kann ihnen etwas beibringen zum Artikel 2. Diskriminierung, positiv gesehen, einfach miteinander Gleichberechtigung haben wir eigentlich behandelt. Mit dem grossen Abschlussfest haben die Kinder ihre Arbeiten präsentiert. Soweit ist ein Bericht von den Fischber Primarschülern, die das Thema Kinderrechte erarbeitet haben. Schön, dass ihr mit dabei waren. Ade miteinander.